bin seit vielen Jahren Genosse und seit noch viel längeren Jahren Leser der Taz. Und ich fand das System der Taz, eine genossenschaftliche Zeitung zu gründen und auch zum Erfolg zu führen, einfach so großartig, dass ich mich da unterstützend beteiligen wollte. Ich bin seit über 10 Jahren Genossin. Und ich bin Genossin, weil ich finde wichtig, dass es eine freie und unabhängige Presse gibt. Und ich liebe diese Tageszeitung, die Taz. Ich lese die mit Leidenschaft. Unter dem großen Thema Solidarität, das sehr viel vielfältiger ist, als man auf den ersten Blick glaubt. Ein spezielles Thema, meine Leidenschaft, meine Arbeit, meine Liebe, Kinder und Jugendliche. Darüber schreibe ich gerade ja und stundenlang und wahrscheinlich muss das jetzt furchtbar gekürzt werden, habe ich eben schon gehört. Also irgendwie, das würde nicht mal auf eine Seite reichen, habe ich gerade erfahren von Ruth. Und jetzt müssen wir irgendwie gnadenlos zusammenstreichen. Unser tägliches Brot mitzuteilen, was uns wichtig ist und denjenigen Leuten, die die Taz möglich machen, mal so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, was die denken und wie sie gerne die Welt darstellen würden, wenn sie Zeitung machen würden. Das wollen wir jetzt rausbringen und ich finde es unheimlich spannend. Ich habe einen Rundbrief bekommen, Genossenschaftsrundbrief, und dann habe ich das, habe ich mich sofort beworben, weil ich gerne unbedingt mal auch so diese Seite, die ich so ein bisschen vermisse bei der Taz, die wollte ich jetzt mal groß herausbringen.